Hallo Freunde, ich bin heute in Oberfranken bei der Firma Mean Machines und bin heute hier, um ein Fotoshooting durchzuführen. Wir wollten eigentlich ursprünglich draußen Fotos von Motorrädern machen, weil Mean Machines ist eine Motorradmanufaktur. Die Jungs bauen Motorräder um und bauen die auf und machen da was ganz Besonderes draus. Ja, und der Fotoshoot findet heute wegen aktueller Schneelage draußen nicht statt. So schaue ich mich jetzt mal hier in der Werkstatt um und muss jetzt hier einen schönen Spot finden, wo wir ein Motorrad entsprechend cool in Szene setzen. Bleibt dabei, schaut mir zu, wie ich es angehe. Ich bin auch gespannt, was mich hier heute erwartet. Ja, das Fotoshooting werden wir jetzt nicht in diesem Raum hier machen, weil hier einfach zu viel im Hintergrund rumsteht. Also der Blick soll sich ja auf das Motorrad richten. Das ist mein Hauptmotiv. Und da schauen wir jetzt mal hier in den nächsten Raum, ob wir da entsprechend den Raum auch irgendwie gestalten können, um da ein schönes Foto zu machen, dass das Motorrad einfach das Hauptmotiv ist und nicht das Werkzeug und die Bühnen und so weiter hier im Hintergrund. Schauen wir uns mal den Raum drüben zusammen an. Ja, also der Plan ist jetzt, diese Fensterfront erstmal abzuhängen mit irgendwelchen Folien oder Tüchern. Und dann habe ich diese Lichter dabei. Das sind ganz normale Videoleuchten, diese Godox-Lampen. Und die möchte ich jetzt dann eigentlich hinter dem Motorrad platzieren, um das Ganze so ein bisschen interessanter wirken zu lassen. So eine Art von Fotografie habe ich auch noch nie gemacht. Das weiß der Kunde aber nicht. Oh! Aber wir geben uns Mühe, dass das ein cooles Bild wird. Und wir machen jetzt auch keine 100 Fotos von dem Motorrad, sondern ein paar ausgewählte, coole Shots. In diese Richtung zu shooten habe ich nicht geschafft, weil ich einfach den Hintergrund nicht richtig schwarz ausblenden kann. Und ich habe hier auch keine drei Blitze dabei, sondern Videoleuchten. Deswegen habe ich mir jetzt für die weiße Wand als Hintergrund entschieden und mache das Bild ziemlich aus der Froschperspektive, um das Motorrad bulliger aussehen zu lassen und erstmal parallel gegen das Motorrad. Hier oben seht ihr, ich habe eine Softbox auf mein Videolicht gepackt und diese zwei Videolichter im Hintergrund platziert, damit ich auf einer hohen Blende fotografieren kann, um das Ganze irgendwie auch interessant aussehen zu lassen, also durch diese Blendsterne kommt es schon relativ gut. Ich bin zwar ein bisschen unzufrieden mit dem weißen Hintergrund bisher, aber an sich habe ich das Motorrad jetzt so aus der Perspektive ganz gut, glaube ich, im Griff und kann es gut in Szene setzen. Ich mache das jetzt mal ohne Stativ auf einer 2,8er Blende und einer 1/125 Belichtungszeit und auf ISO 1000. Einmal so, ohne Blendsterne. Und wenn ich die Blendsterne haben will, sagen wir mal auf einer 14er Blende fotografiere ich das Ganze, gehe mit der Belichtungszeit runter auf 0,4 Sekunden, drehe die ISO schön runter auf 200, 160 sowas. Genau, und mache das Bild. Ausgerichtet ist es. Bam. Bild Nummer 1 im Kasten und der ganze Aufbau hat jetzt gut 1,5 Stunden gedauert. Locker 1,5 Stunden. Wahnsinn. Gut, jetzt möchte ich das Motorrad von vorne oder von seitlich vorne fotografieren, weil ich glaube, dass das einfach nochmal bulliger ist und so kann ich auch ein paar schöne Details aufnehmen von, ich weiß nicht, von den Auspuffen zum Beispiel oder den schön verkrummten Teilen mit nur weißem Hintergrund. Ich möchte einfach eine andere Perspektive. Leicht schräg, da wirkt das Motorrad noch mal ein bisschen bulliger und auch schöner. Und bewusst lassen wir jetzt auch die Lampen im Hintergrund. Ja. Okay.
Und hier habe ich jetzt gerade eine ganz interessante Perspektive gefunden, weil ich bin jetzt mit der Kamera komplett unten auf dem Boden, fokussiere hier die Bremsscheiben und das Rad an und so kommt das Motorrad einfach am bulligsten. Ihr müsst wissen, das ist eine Harley Davidson von 1949, also wirklich ein seltenes Teil und dieser Chrom und dieses verrostete irgendwie am Tank, das ergänzt sich einfach total geil. Das sind zwei Gegensätze, aber doch in sich irgendwie stimmig und schaut halt mal geil aus. Kann man nichts anderes sagen. Und jetzt hier mein finales Foto mache ich jetzt hier einfach aus der bodennahen Perspektive. Es ist wirklich schön ausgeleuchtet durch die Softbox. Ich bin in der Waage. Bam! Gekauft, würde ich sagen. Wenn ich jetzt wie viel 40.000 Euro übrig hätte, würde ich es mitnehmen nachher. Aber gut, es schneit draußen, bringt mir jetzt auch nichts. Lass es noch da. Das soll es jetzt hier erstmal von dem Motorrad-Shoot gewesen sein. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meine Arbeit. Also das war heute auch das allererste Mal für mich, dass ich ein Motorrad fotografieren durfte. Das nächste Mal, wenn ich hier bin, dann machen wir das im Frühjahr und draußen. Und da werden wir wahrscheinlich auch viele Videoaufnahmen machen können. Und jetzt bleibt mir nur noch Dankeschön fürs Zuschauen zu sagen. Bye bye, euer Sigi, heute von Mean Machines in Oberfranken. Bye bye.